Referentinnen auf dem Podium noch vorstellen. Ja, herzlich willkommen auch von mir zur Veranstaltung Make It Real. Wir wollen ein bisschen darüber diskutieren, wie sich Partizipation, Diskussion im Netz möglicherweise vielleicht auch auf das reale Leben, wird immer gesagt, ist ja auch eine spannende Frage, ob sich das überhaupt so trennen lässt, diskutieren. Ich will zunächst die drei Mitdiskutanten hier auf dem Podium vorstellen. Da ist zunächst Professor Peter Dahlgren. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Er ist Professor am Medien- und Kommunikationswissenschaftlichen Institut der Universität Lund, arbeitet hauptsächlich zur Verbindung von Medien und Demokratie. Dem Thema angemessen hat er ein besonderes Interesse am Einfluss der digitalen Medien auf partizipative Prozesse. Und er hat ein Papier verfasst, ein Policy Paper der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Verbessern soziale Medien die demokratische Partizipation. Das Papier liegt zumindest auf Deutsch aus, also nicht jetzt alle aufstehen, sondern nachher, wenn Sie den Saal verlassen und so viel Lust darauf haben, weiterzulesen, dann ist dieses Papier dort bekömmlich. Herzlich willkommen, Herr Professor Dahlgren. Ja, genau, jetzt kann man Beifall klatschen. Rechts neben mir, aber von Ihnen aus links, Kati Messmer, Sozialwissenschaftlerin aus Berlin und bekannt vor allen Dingen als Mitinitiatorin, mein Gott, schweres Wort, der Aufschrei-Kampagne. Aufschrei hat für den oder für diejenigen, die es nicht wissen, sexuelle Übergriffe und Diskriminierung thematisiert. Und das insofern thematisiert, dass Leute unter dem Hashtag Aufschrei ganz persönliche Erlebnisse dargestellt haben. Und diese Kampagne hat es geschafft, von Twitter und den sozialen Netzwerken in die Mainstream-Medien und auch in die Politik zu gelangen. Und auch Kati wird uns nachher einen Vortrag vortragen. Herzlich willkommen, Kati. Last but not least, Adria Rodriguez aus Barcelona und er ist Mitglied, jetzt kommt meine Spanisch-Schwäche, der Fundación de los Comunes. Ich hoffe, das ist halbwegs vernünftig ausgesprochen. Es ist eine soziale Stiftung im Non-Profit-Sektor und er arbeitet außerdem mit an Global Revolution Research Network. Herzlich willkommen, Adrian. Wir haben die Veranstaltung so geplant, dass die drei Referenten, Mitdiskutanten hier Einstiegsbeiträge vortragen werden, nacheinander. Danach würde ich kurz ins Publikum gehen für 1, 2, 3, vielleicht auch 4 Verständnisfragen, kurze Nachfragen, kurze Statements. Ich betone das kurz. Ich habe zwar keine Glocke und auch keine Möglichkeit, das Mikrofon abzustellen, würde aber trotzdem darum bitten, wenn ich nachher ins Podium gehe, dass die Fragen wirklich kurz und auch die Statements kurz gefasst werden, damit wir hier oben noch die Möglichkeit haben, untereinander ins Gespräch zu kommen, sich aufeinander zu beziehen und vielleicht die eine oder andere Frage miteinander zu diskutieren. Das war es erstmal von mir und jetzt freue ich mich auf den Vortrag von Professor Dahlgren. Thank you very much. Good evening, everybody. I'm delighted to be here, and I'm grateful for the invitation to participate in what I think will be a very stimulating evening of discussion. I regret I don't speak German, but I have a PowerPoint in English, but then even better, you have the excellent translations to back me up here. What I would like to do is offer sort of a broad overview of the themes here. I'll be working with a very wide paintbrush to paint a very large picture, so it will drip and splash a little bit, but we can get to the details later. So I think it's important to anchor discussions about participation in the historical present. And
by that I mean the context is always significant, and in the present context, we see, for example, that while the word democracy is used all over the world, it means different things. It is often a contested concept. Also, that is something which can't be taken for granted. I think sometimes people, for example, in my country, Sweden, get very comfortable. Democracy is, well, sort of like a kitchen appliance. You just plug it in and it works. And we know from history that such is not the case. Also, however we see democracy, it's important to understand that it is evolving as the foundations, political, cultural, social foundations, including the media, are in transition. And thus, the nature of participation, its character, is also being altered. So, in terms of democracy, there are gains. We see democracy on the increase around the world in some ways, but there, it's also very much under threat, particularly in this crisis situation in regard to neoliberalism and the devastations that we see in its wake, even here within Europe. Now, discussions of participation among mainstream political scientists, for example, is often characterized by, I call it a sad narrative. You know, it's like a this song in a minor key that they play on their violin. And yes, that is a problem. There are reasons for people's disengagement in the political process, a sense of powerlessness, meaninglessness of party politics sometimes, cynicism towards elected officials and so forth. Now, there's also a contrary narrative, and a happier one, which is characterized by re-engagement, people engaging in politics in new ways, often outside of the party system. I often use the term alternative democracy. At local, national, transnational, global levels, politics itself is changing. The character of politics, what is political, is also evolving in the contemporary period. Now, participation is also one of these words that is used easily and readily. And we find that, I work in media studies, social sciences, there are many different, shall we say, discourse, ways of talking about participation. And sometimes the word can become very bland, can mean almost anything. Are you present somewhere? Well, then you're by definition participating. And I would insist that there are two key dimensions to participation if it's to be a meaningful concept. And the first is that it has to do with civic agency, people acting in the capacity of political beings, as citizens, if you will. And secondly, it is in some way linked to power sharing. It's an intervention into power relationships. It's not just a decorative dance or a pleasant encounter. It's somehow, however remotely, however distant, must touch upon the issue of power relations if it is to be meaningful participation. This is a kind of normative criteria that I try to use. Now, often when talking about the electronic media, we see the words access and interaction. And these are not only important, they are absolutely necessary, but I would argue they are not sufficient. Access and interaction by themselves do not
produce participation. There's a lot of rhetoric about the electronic media. We can all interact and participate. So let's be critical and skeptical on that kind of language. Since the mid-90s, when the internet became a mass phenomena, the debates about its role in democracy and the public sphere have been going on. And in this newer wave of social media, these discussions continue as well. And I'll try to hit some of the main arguments on each side. Now, I think it's important to think about the web. If we compare, say, to the mid-90s, we would say things like, oh, I'm going to go online. It's like this interruption of my everyday to do something special. Whereas today, a good part of our working lives, our social lives, are lived online. We are sort of embedded in a way which is very different from 2 decades ago. Now, being online, using social media, etc., often we don't really think further than the screen. But I would suggest it's important to recognize how the electronic media are themselves structured through political economy, through their technical organization, and so forth, in ways that result in power relations. And which is not to mean that we should avoid them, but it's important to be aware of these dimensions, the reality of it. And so if we go to Facebook or whatever, it's not a neutral, free-floating zone. It's pre-structured in interesting ways. Now, looking at, if we say, social media and the idea of democratic participation, there is good news. And I think the important thing is that these media facilitate horizontal societal communications. People, groups, organizations, networks, movements can link up with each other, exchange information, mobilize, organize, exchange experiences. So they are good in that way as civic media. Also, networks are polycentric, not centralized. And there's this social character, which I think is of considerable importance also. And people, given that these media are relatively inexpensive, relatively easy to use, and that there's a generation of very smart and clever, digitally capable young people finding new, and older ones also, finding new ways to use them for new situations. So there's an ever ongoing creative dimension to their use with all the platforms and apps available. And I think this is an important element for participation, this feeling of being empowered. I kind of dislike the word empowerment. Bill Clinton overused it, but I still think it has some utility. And online politics can suddenly appear. Politics can break out, go viral. So there are these democratic assets here. These little things in parentheses, these are to cue your subjective reactions, your emotional responses. Wow. So there is this potential for extending and deepening democracy. They offer alternatives to the centralized mass media, although these organizations are also online. But if you look at the web, the ideological spectrum is much broader than you will get in the traditional
corporate media. So it's altering the premises, it's altering the infrastructure of the public sphere. Now, these are the kind of arguments that enthusiasts rightly will give. But there is also the dark side, right? And the enthusiasm needs to be modified. Sometimes it's easy to lapse into kind of a techno-determinism, you know, this kind of techno-fix for democracy. Well, give everybody a computer and everything will be great. And again, ignoring context, ignoring power relations and so forth. Also, politics, for most people, most of the time, if they're not living in a crisis situation, is an activity which comes quite low on their list in terms of daily life. And these media by themselves do not turn people into political activists. Also, on the net or the web, there's this incredible competition for your attention. And the net is characterized by massive consumerism and entertainment. Nothing wrong with that, but again, there's this competition. And if politics is getting a little boring, I'll go out on eBay and buy something instead. It's so easy, just click the button. Yeah. More serious, perhaps, is the what we now know, what we suspected for years, but has now become very evident after the Snowden revelations. So it's not just the NSA, but it's our national governments also. Your prime minister or chancellor is indignant about the U.S. and the NSA, but I'd be skeptical about the situation of what the equivalent authorities in Germany are doing also. So there are these developments, and there are, as I mentioned, these structures. For example, the fact that everything we do online leaves electronic traces. These are gathered, analyzed, stored, sold, used for various purposes. Oh, it's only for commercial purposes. Purposes change. Information takes on new significance under new contexts. What you did 5 years ago, oh, the government's changed and you gave money to that party back then, did you? Because you can't erase it, right? It's all there. All the stuff you tell your Facebook friends, they own that information. So we're confronted by these kinds of power aspects of control over the information that we put out there. And our entire use of the net is easily cataloged and traceable. One of the important structures, of course, is Google. Google is a massively impressive accomplishment, but increasingly people are raising questions about its consequences for democracy. This is an enormous concentration of power that is not accountable and shapes how information is stored and used. You've heard or read about perhaps Google Books and their great plan to put all books online. Well, who's going to own that? Who's going to control it? Etc. How are we doing on time? Okay. Time just flies when you're having fun. Likewise, Facebook, which is terrific in many ways, but again, everything you put on there is owned by Facebook, and they do with it what they want. But say from the standpoint of participation, Facebook has shown itself to be a useful tool for generating discussion and even for mobilizing in sort of local
areas of generating opinion. But there is this also consumerist and personalized, individualized dimension to Facebook, which is expressed neatly in the like. You know, hit the like button. I like socialism, you know, or whatever. You know. And there's no dislike button, which I think, you know, is an interesting notion. There's a sociological tendency for people to gravitate to other people like them. People who are like them, people that they like, and people that like them. You like me, I like you, and then we all like each other. And that's fine. But when it gets to the realm of the politics and the public sphere, that can become kind of a, there are several metaphors. They talk about the cocoon. They talk about the echo chamber. You know, the convinced convincing the already convinced, and people then getting shocked when they encounter a different point of view. They're not used to that. Some observers fear that the capacity to argue, seriously argue, is being eroded in among heavy Facebook users because they seldom argue. Now, I think we need more empirical data there, but I think it's worth, you know, the logic is worth thinking about. Just a quick reflection here on the character of political communication on the electronic media through social media. Those of us who were early influenced by kind of the Habermasian notion of the rational public sphere, you know, where political discussion is supposed to be almost like a philosophy seminar or something. The reality, of course, is that politics has always been very affective in its mode of expression, and is becoming perhaps even more so on the net, as people can use illustrations and satire and music and all sorts of things to make political points, which I think enlivens and enhances the public sphere and political debate. And of course, there are always risks also that people are swayed by emotions, but you know, without emotions, there wouldn't be any political participation. So, let's see. There we go. And the media culture out on the web, I think, was captured nicely by a Belgian colleague. She describes media culture as personal, skeptical, ironic, perishable, idiosyncratic, collaborative, and inconceivably diversified. This wasn't really maybe what Habermas originally had in mind, but I think he's acknowledged that. And here's the important thing. Even as established industries and institutions, media industries, political parties, etc., seek to maintain their grip on stable messages and audiences and to extend their business models. Right, so there's something anarchic built into the web logic as well, which is causing troubles. You know, journalism is in major crisis in the Western democracies, et cetera, et cetera. Who is a journalist? Who is not a journalist? Who's lobbying, blogging, I mean, et cetera. So there's a lot of turmoil. There's a lot of excitement. There's a lot of possibilities. And there are, of course, risks also. And I'll just end on one here, that if we think of Facebook logic and the presentation of self and the private goes public and so on, there's a sense in which research has shown that increasingly younger people are doing politics not only over the net, but more and more exclusively over the net. What happens to participation when it becomes only an electronically mediated activity? The word hacktivism captures that somewhat. I use the concept of the solo sphere, personalized, individualized political participation.
I see it as a problematic development. It's very linked to consumerism, but importantly, it's cut off from the commitments, the organic, vibrant social relations of that I think political struggles actually need. So we have perhaps new contingencies for participation, for democracy, and the present remains precarious politically and not least within this new media landscape. So I'll stop there. And if attention is one of the rare commodities in the world today, I thank you for yours. Herzliches Dankeschön für diesen Vortrag. Ich glaube, der birgt schon genügend Fragestoff. Und damit wir weiteren Fragestoff ansammeln, übergebe ich jetzt an Kati Messmer, die zu ihrem Vortrag kommen wird. Ja, vielen Dank. Es ist ganz, ganz interessant, weil Herr Dahlgren hat ja jetzt das Bigger Picture aufgemacht. Ich werde ein bisschen stärker ins Detail gehen. Ich glaube aber, für die Personen, die aufmerksam zugehört haben, werden sich ganz viele Anschlüsse auftun, beziehungsweise werden wir, glaube ich, oder werde ich an relativ vielen Punkten auch auf einige der Aspekte zu sprechen kommen, ja, weil wir tatsächlich eine ganz ähnliche Analyse der Situation haben. Mein Input gliedert sich in zwei Teile. Ich werde im ersten Teil zunächst was zum Hashtag Aufschrei erzählen. Erstens, weil er vielleicht also nicht allen im Detail geläufig ist, was da passiert ist. Zum Zweiten, weil Aufschrei eben tatsächlich ein sehr spannendes und konkretes, gutes Beispiel für Social-Media-Phänomene ist. Und dann werde ich so ein bisschen, um dieses Bild aufzugreifen, von Dur zu Moll wechseln und die Dark Side aufmachen. Mir wurde nämlich in der Vorbereitung zur heutigen Veranstaltung gesagt, ich dürfe gerne auch mal sehr kritisch sein. Und ich habe das gerne aufgenommen und sehe das als Herausforderung, mich zur Abwechslung mal auch tatsächlich mit den Nachteilen digitaler Partizipation zu beschäftigen. Genau, und diesem Teil gehört dann der zweite Teil meines Inputs. Der Aufschrei ist letzte Woche ein Jahr alt geworden. Es handelt sich bei Aufschrei um einen Twitter-Hashtag, der im Januar 2013 spontan ins Leben gerufen wurde. Also er ist mehr oder weniger ausgebrochen, um dieses Bild aufzugreifen. Und unter diesem Hashtag haben Tausende von Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Alltagssexismus und sexuellen Übergriffen getwittert. Innerhalb der ersten zwei Wochen haben sich unter diesem Hashtag 93.667 Tweets von insgesamt 25.888 Nutzerinnen gesammelt. Unter anderem aufgrund dieser enormen Beteiligung fand der Hashtag dann eben auch Eingang in die Massenmedien und wurde in Deutschland tagelang heftig diskutiert, beziehungsweise wurde in Deutschland tagelang heftig über Alltagssexismus und sexuelle Übergriffe diskutiert. Ich denke, die meisten dürften das mitbekommen haben. Im Sommer 2013 wurde Aufschrei dann als erster Hashtag überhaupt mit einem Preis ausgezeichnet, und zwar mit dem Grimme Online Award. Und dieser Preis ging aber explizit nicht nur an den Hashtag und dessen Urheberinnen. Es wurde also nicht die Idee einzelner ausgezeichnet, sondern der Preis ging explizit an die Beteiligung vieler und damit an eine ganze Debatte. Und auf der Urkunde des Grimme Online Awards stand dann auch, diese Urkunde wird verliehen an alle, die sich konstruktiv an Aufschrei beteiligt haben. Warum da konstruktiv in diesem Satz vorkommt, darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Die Begründung der Jury lautete also, Gewinner sind all diejenigen Hashtag-Nutzer, die die Problematik des existierenden Alltagssexismus konstruktiv diskutiert haben und die damit neue Blickwinkel und Handlungsoptionen eröffnet haben. Die Resonanz auf den Hashtag sowie auf dessen Nominierung zeigte deutlich auf, wie relevant und wirksam soziale Medien in den offenen, kontroversen Meinungsbildungsprozessen sein können. Dabei belegt Aufschrei eindrucksvoll, wie der Brückenschlag zwischen digitalem Resonanzraum und arrondierenden publizistischen Leistungen gelingen kann. Aufschrei war also nicht nur eine Debatte über Sexismus, sondern so eine Art Kulminationspunkt, anhand dessen sich ganz gut beobachten lässt,
wie Social Media und Twitter funktionieren und wie dort eben neue Formen politischer Partizipation entstehen können und vor allem, wie dort öffentliche Interventionen einzelner AkteurInnen wirken. Als Auslöser der Aufschrei-Debatte und der Sexismus-Debatte gelten zwei Texte, die in unterschiedlichen Medien und auch in unterschiedlichen Öffentlichkeiten erschienen sind. Zum ersten erschien am 24. Januar im Stern, also im Stern-Magazin, unter dem Titel Der Herrenwitz, ein Artikel, in dem die Journalistin Laura Himmelreich den Politiker Rainer Brüderle porträtierte. Brüderle war damals, wie sich die meisten erinnern werden, Spitzenkandidat der FDP zur Bundestagswahl. Himmelreich beschreibt darin Brüderle sozusagen als aus der Zeit gefallenen Mann. Sie beschreibt sein übergriffiges Verhalten und es fällt dann eben auch der berühmte Satz, ich zitiere, Brüderles Blick wandert auf meinen Busen und er sagt, Sie könnten ein Dirndl aber auch ausfüllen. Der Artikel versetzt dann innerhalb kürzester Zeit das politische Berlin in helle Aufruhr und sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den Massenmedien sind die Reaktionen auf diesen Artikel wirklich enorm. Der zweite Text, der für den Aufschrei relevant ist, erschien unabhängig davon am gleichen Tag und zwar auf dem Gemeinschaftsblog Kleiner 3, der sich mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen und popkulturellen Themen beschäftigt. Unter dem Titel Normal ist das nicht, setzt sich dort die Autorin Maike Hank mit Street Harassment auseinander. Sie schildert dabei zum einen ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Thema, verlinkt aber gleichzeitig auch auf Projekte und Plattformen, auf denen Frauen schon seit geraumer Zeit im Internet ihre Erlebnisse mit Übergriffen und Street Harassment öffentlich machen. Was beide Artikel ganz unabhängig vom Ort der Publikation und ganz unabhängig von der Öffentlichkeit, an die sie sich richten, eint, sind die Schilderungen sehr persönlicher Erfahrungen mit Sexismus. Für politikjournalistische Artikel wie den von Himmelreich ist das ein ziemlicher Tabubruch. Das ließ sich auch ganz gut in der anschließenden Debatte immer wieder beobachten. Anders verhält es sich mit dem Blogbeitrag von Maike Hank, weil, auch das haben wir gerade schon kurz angesprochen gesehen, digitale Öffentlichkeiten wie Blogs, wie Facebook, wie Twitter gerade deswegen funktionieren, weil Menschen hier ihren Blick auf politische Phänomene oftmals radikal persönlich und vor allem sehr offen subjektiv formulieren. Und das gilt auch und insbesondere immer schon für netzfeministische Öffentlichkeiten, die die alten feministischen Debatten um die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit weiter fortführen und dabei immer auch darüber diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, Sexismus und sexuelle Übergriffe oder sexualisierte Gewalt sichtbar machen zu können. Feministische Öffentlichkeiten haben sich immer schon also als Gegenöffentlichkeiten verstanden. Die Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser beschreibt diese Form der Gegenöffentlichkeit als parallele diskursive Räume, in denen es den Angehörigen untergeordneter sozialer Gruppen möglich ist, eigene Gegendiskurse zu erfinden und in Umlauf zu setzen, die es ihnen dann wiederum erlauben, eigene Interpretationen ihrer Identitäten, Interessen und Bedürfnisse zu formulieren. Dazu gehört es dann eben auch, Begriffe für tabuisierte Erfahrungen zu finden und damit an eine breitere Öffentlichkeit zu gehen. Und das Internet bietet jetzt zunächst genau dafür quasi die perfekte technische Infrastruktur und genau das zeigte sich dann bei Aufschrei. Inspiriert von dem Blogbeitrag von Maike Hank, den ich gerade angesprochen habe, fing eine Twitter-Nutzerin in der Nacht von 24. auf 25.01.2013 an, über ihre eigenen Erfahrungen mit Sexismus und sexuellen Übergriffen zu twittern. Das war Nicole von Horst und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass für diejenigen, die Nicole folgten, in dieser Nacht ein Tweet nach dem anderen erschien, in dem sie sehr persönliche Erfahrungen geschildert hat. Relativ kurz darauf ist es eine zweite Nutzerin, nämlich Jasna Strick, die Nicole von Horst anschreibt und fragt, sag mal, willst du eigentlich ein neues Meme schaffen? Und es ist schließlich eine dritte Nutzerin, nämlich Anne Wizorek, die genau diesen Gedanken aufgreift und dann eben vorschlägt, wir sollten alle diese Erfahrungen eigentlich unter einem gemeinsamen Hashtag sammeln und ich schlage als Hashtag Aufschrei vor.
Was da passiert ist, ist relativ typisch für Netzphänomene. Social-Media-Plattformen wie Twitter funktionieren dezentral und über Many-to-Many-Kommunikationen. Und der Hashtag entsteht dabei spontan. Das heißt, er wird quasi in einer öffentlich zugänglichen Interaktion mehrerer Nutzerinnen ausgehandelt. Als nächstes ist es dann aber notwendig, dass andere auch einsteigen und partizipieren. Ein Hashtag funktioniert nur dann, wenn andere ihn auch aufgreifen, wenn andere ihn auf die ein oder andere Weise verstehen und ihn damit aber auch immer ein Stück weit formen und verändern. Erst so spinnt sich dann eben so ein Netz an Bedeutungen. Der Medienwissenschaftler Stefan Münker beschreibt Dezentralisierung als das Konstruktionsprinzip des Netzes. Das heißt, vieles von dem, was im Internet erzeugt wird oder was im Internet vermittelt wird, ist ein Effekt solcher dezentraler Momente. Und so sind eben auch die Öffentlichkeiten dezentral, die sich im Internet bilden. Ein Hashtag kann also auf eine gewisse Art und Weise auch als situative Öffentlichkeit gedacht werden. Und was bei Aufschrei jetzt aber sehr interessant war, war die schnelle und lang andauernde hohe Beteiligung. Es dauerte also kaum 10 Minuten, glaube ich, bis die ersten den Hashtag Aufschrei aufgriffen und ebenfalls angefangen haben, ihre Geschichten zu teilen. Das heißt, innerhalb der ersten 30 bis 40 Minuten kamen auch die ersten 100 Tweets zusammen. Und es waren Transfrauen genauso wie Cis-Frauen, also Frauen, bei denen Geschlechtsidentität und Körpergeschlecht übereinstimmen, die getwittert haben über Alltagssexismus, sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt von der Kindheit bis ins Erwachsenenleben, die getwittert haben über Homo- und Transfeindlichkeit, über Slut-Shaming, über Fat-Shaming, das heißt allgemein über all die Übergriffs- und Diskriminierungserfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens aufgrund ihres Geschlechts gemacht haben. Und es ist genau diese frühe Phase, die das Bedeutungsnetz von Aufschrei festschreibt und die auch diese Lesart von Aufschrei entworfen hat, wie wir es heute kennen. Von Anfang an ist dieser Hashtag aber auch mehr. Er ist von Anfang an auch eine Diskursarena, innerhalb derer Twitter-Nutzerinnen im Endeffekt sowas wie soziale Normen rund um das Thema Sexismus aushandeln. Das heißt, neben den persönlichen Erfahrungen sammeln sich unter diesem Hashtag auch Verständnisfragen, Erläuterungen, Querverweise und Links zu Blogs und Artikeln, Selbstreflexionen des eigenen Verhaltens und Diskussionen darüber, ob dieser Hashtag eigentlich überhaupt notwendig ist. Und es sammelt sich darunter auch Kritik, sexistische Witze, konkrete sexistische Beschimpfungen gegenüber anderen Nutzerinnen bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen. All diese Aushandlungen bleiben aber nicht auf Twitter beschränkt. Im Gegenteil, das bricht jetzt sozusagen aus. Und gerade die komplexeren und differenzierteren Analysen verlagern sich dann in die Blogs, werden dann aber natürlich auch wieder auf Twitter geteilt. All diese Tweets und Blogbeiträge machen in ihrer Gesamtheit, ganz unabhängig von der Intention und der Aussage, den Hashtag sichtbar und so erfolgreich. Damit wird schließlich auch jede einzelne Person, die etwas zu Aufschrei twittert, retweetet oder bloggt, Teil eines Netzwerkes von gemeinschaftlich partizipierenden AkteurInnen. Hier wird also deutlich, wie das Netz es erleichtert, sich auch an politischen Debatten zu beteiligen. Aufschrei wird dann schließlich innerhalb weniger Stunden auch von den etablierten Massenmedien aufgegriffen und löst eben eine wirklich große Debatte aus. Es wird Tage, zum Teil wochenlang, ich glaube allein Markus Lanz hat 7 Sendungen zu dem Thema gemacht, in wochenlang wird in Deutschland also das Thema Sexismus in sämtlichen Talkshows diskutiert. Es landet auf den Titelseiten von Tageszeitungen, von Wochenzeitungen und von Magazinen. Und wird tatsächlich quer durch alle publizistischen Organe rauf und runter diskutiert und schafft es schließlich damit dann auch in die internationale Presse. Dieser Erfolg in den Massenmedien liegt unter anderem daran, dass Aufschrei rückkoppelbar war in ein aktuelles Thema, das eben in den alten Medien schon lief und deren ganz typischen Eigenlogiken folgte, nämlich eben die Debatte um Rainer Brüderle und sein Dirndlgate. Diese selbstreferenzielle Debatte, die ja ursprünglich anfing, quasi zwischen PolitikerInnen und JournalistInnen des politischen Berlins, diese selbstreferenzielle Debatte war sowas wie das
offene Fenster oder das Einfallstor für den Aufschrei in die Mainstream-Medien und es war zudem auch der Motor für dessen Langlebigkeit. Der Erfolg von Aufschrei lag aber noch woanders. Mit Aufschrei ist eines gelungen, nämlich den verstaubten Begriff Sexismus und die trockenen Statistiken dazu mit ganz konkreten Geschichten zu versehen. Und ich möchte an dieser Stelle gerne die Publizistin Caroline Ehmke zitieren, die letztes Jahr bei der Heinrich-Böll-Stiftung einen sehr interessanten Vortrag darüber gehalten hat, wie es denn um die Herausforderungen der Demokratie bestellt ist. Ich zitiere: Wenn die Aufschreidebatte oder die über das N-Wort eines deutlich gemacht hat, dann, dass es nötig ist, Begriffe wie Sexismus oder Rassismus nicht nur einfach zu formulieren, weil das nicht verstanden wird. Es reicht nicht, Mechanismen der Exklusion nur zu markieren, sie müssen ausbuchstabiert werden in konkrete Erfahrungen, sie müssen übersetzt werden in Bilder und Worte, die anschlussfähig sind für diejenigen, die diese Erfahrungen nie gemacht haben. Der größte Gegner von Emanzipation und Anerkennung sind nicht repressive Gesetze alleine, sondern auch mangelnde Vorstellungskraft. Und genau das hat Aufschrei geleistet, beziehungsweise das haben diejenigen geleistet, die unter Aufschrei ihre Geschichten, ihre Erlebnisse, ja auch ihre wirklich traumatischen Erfahrungen mit Sexismus und sexuellen Übergriffen verbalisiert, veröffentlicht und geteilt haben. Doch genau diese Form des politischen Protestes führt auch zu einer ganz neuen Form von Verletzbarkeit, die Imke in ihren Ausführungen leider unberücksichtigt lässt. Und ich möchte darauf aufbauend über einige Dinge nachdenken beziehungsweise einige Fragen aufwerfen. Das Erste, worüber ich nachdenken möchte, ist das Verschwimmen von Grenzen. Twitter, aber auch die Blogosphäre oder Facebook, all das sind digitale Teilöffentlichkeiten und das sind Orte, an denen, wie ich schon gesagt habe, Menschen einen offen subjektiven und bisweilen radikal persönlichen Blick auf Dinge werfen. Immer schon bringt jede Teilöffentlichkeit auch ihre eigenen Inklusions- und Exklusionsmechanismen hervor, hat eigene Logiken und eigene Formen ritualisierter Kommunikation. Und bei Twitter ist diese Form der ritualisierten Kommunikation jetzt die persönliche Meinungsäußerung, die zugleich auch immer möglichst authentisch sein soll. Typisch für Twitter-Kommunikation, und das gilt in Abstufung sicher auch für andere digitale Öffentlichkeiten, ist, dass sich verschiedene Äußerungsformen mischen. Das heißt, hier stehen nebeneinander Berufliches und Privates, Bilder, Videos, Links zu Nachrichtenseiten, politische Statements, persönliche Statements und das Ganze neben Katzenbildern. Das heißt, was hier aber auch passiert, ist, dass die Trennung zwischen online auf der einen Seite und einer vermeintlichen realen Welt auf der anderen Seite sich ebenfalls aufhebt. Das ist jetzt ganz eng miteinander verwoben. Der Soziologe Jan-Hendrik Schmidt spricht deswegen auch von persönlichen Öffentlichkeiten. Jede Userin, jeder User wählt selbst nach persönlicher Relevanz aus, was geteilt und was getwittert wird. Und in der Koexistenz dieser verschiedenen Aussagen oder Aussageformen verflüssigen sich nun aber eben auch Grenzen. Das heißt, wir haben es hier ganz oft mit einer Form von veröffentlichter Privatheit zu tun. Und darin liegt zunächst, wie wir ja aus den alten feministischen Debatten vor allem gelernt haben, natürlich auch immer ein emanzipatorischer Gehalt, weil man damit zum Beispiel die vergeschlechtlichte Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit in Frage stellen kann. Und weil natürlich auch sichtbar wird, wie politisch das Private ist. Und weil es genau die Übersetzungsleistungen möglich macht, von denen Caroline Ehmke spricht. Das heißt, die Verflüssigung der Grenzen von öffentlich und privat ist sozusagen eine der Konstitutionsbedingungen dafür, dass Phänomene wie Aufschrei in dieser Form und in diesem Umfang überhaupt erst möglich werden können. Und gleichzeitig entstehen hier aber neue Formen von Verletzbarkeit und zudem bietet die technische Infrastruktur des Netzes auch neue Zugänge und neue Waffen, um zu verletzen. Ich habe gestern gelernt, dass in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik Internet als Tatwaffe angegeben werden kann. So, und das sollte man im Kopf behalten.
Im Moment des Entstehens, das heißt in der Hochphase von Aufschrei, als Tausende gleichzeitig unter Aufschrei twitterten, war das eben ein ganz starkes kollektives Erleben, das von den Beteiligten auch als selbstermächtigend und empowernd wahrgenommen wurde. Doch zugleich darf man nicht vergessen, dass Twitter neben dem Ort des Zusammenkommens auch immer ein Ort der Dokumentation ist. Das heißt, es gibt immer eine raumzeitliche Entgrenzung. Die einzelnen Tweets als einzelne Meinungsäußerungen sind dokumentiert und gespeichert, auch Jahre später noch. Das ist das, was Herr Dahlgren angesprochen hat. Das Internet vergisst eben auch nichts. Die Meinungsäußerungen, die einzelnen geteilten Geschichten bleiben im Netz erhalten, genauso wie die einzelnen Personen als Teilnehmerinnen des Aufschrei weiter dokumentiert bleiben und weiterhin auch mit ihren Geschichten in Zusammenhang gebracht werden können. Und diese Eigenschaft des Netzes, nichts zu vergessen, führt dazu, dass das kollektive Moment, dieses kollektive Anfangsmoment im Entstehen von Aufschrei, aber nach einigen Wochen und Monaten wieder quasi in seine Einzelteile zerfällt. Das heißt, situative Öffentlichkeiten wie Hashtags funktionieren wie Kaleidoskope. Es sind kollektive oder Kaleidoskop-Öffentlichkeiten, die sich wirklich nur momenthaft zusammenfinden und dann bei der nächsten Berührung schon wieder zerfallen können. Sie nehmen dann vielleicht neue Formen an oder es bilden sich auch neue Gruppierungen. Aber was hier fehlt, ist ein dauerhafter Kitt oder sowas wie eine dauerhafte Struktur, die als Entlastung für die einzelnen vielen Partizipierenden dienen können. Und das ist vor allem deswegen problematisch, weil persönliche Öffentlichkeiten und veröffentlichte Privatheit die Einzelnen enorm verletzbar machen. Und das wiederum ist problematisch, weil das Internet eben am Ende kein herrschaftsfreier Raum ist, sondern im Gegenteil, es ist von den gleichen Ein- und Ausschlüssen durchwoben, von den gleichen sexistischen, rassistischen, trans- und homofeindlichen Strukturen durchzogen wie die Gesamtgesellschaft. Und genau das hat sich bei Aufschrei auch gezeigt. Dadurch, dass die einzelnen Personen mit ihren Erfahrungsgeschichten sichtbar geworden sind, wurden sie wieder persönlich attackiert, waren unmittelbar auch von Hate Speech, Shitstorms, verbalen Übergriffen, erneuten sexistischen Angriffen betroffen. Das führte also paradoxerweise nach dem Moment der Kollektivität wieder zu einer erneuten Individualisierung des Problems. Weil es ist eben dank Twitter auch möglich, Drohungen und Anfeindungen ohne großen Aufwand zugleich öffentlich und ganz konkret und gezielt an einzelne Personen zu richten. Das heißt, genau diejenigen, die die von Imke angesprochenen Übersetzungen leisteten, die ihre Geschichten teilten, um sie nachvollziehbar zu machen, konnten aufgrund dieser Partizipation wiederum als Opfer sexueller Übergriffe identifiziert worden und wurden nun aufgrund dessen auch erneut attackiert und bedroht. In den letzten Wochen und Monaten gab es zwar international, gerade auch in Großbritannien, ja immer wieder Debatten darüber, wie mit solchen Vergewaltigungsdrohungen im Netz umgegangen werden kann. Tatsächlich muss man aber sagen, dass es darauf bis heute keine gemeinschaftliche und irgendwie hilfreiche und sinnvolle Lösung für dieses Problem gibt. Das heißt, eines der Hauptprobleme, mit denen wir im Netz konfrontiert sind, ist die Individualisierung von politischem Protest. Ich habe gerade einen sehr interessanten Vortrag von zwei Soziologinnen gehört, Paul Eisewicht und Julia Wustmann, die auch über Aufschrei gesprochen haben und die darin politische Twitter-Nutzerinnen als sogenannte Norm-Entrepreneure beschreiben. Wenn aber jetzt jede Userin und jeder User, die Twitter auch politisch nutzen, sozusagen als Norm-Entrepreneur verstanden wird, dann ist am Ende, um das mal zu Ende zu denken und auf die Spitze zu treiben, jeder Account wie eine kleine Ein-Personen-Partei und wird damit auch zur alleinigen Zurechnungsadresse für die vertretenen politischen Positionen. Das heißt aber auch weitergedacht, dass sich politische Gegner nicht mehr unbedingt in Gruppen gegenübertreten, sondern vereinzelt und individualisiert als einzelne Accounts und der politische Gegner ist dann im Zweifel immer der Account neben dir. Ich war dann kurzzeitig versucht zu überlegen, weil also gerade auf Twitter diese Freund-Feind-Unterscheidungen wirklich einen neuen Aufschwung erfahren haben, so mein Gefühl,
Ich war dann kurz versucht zu sagen, dass Twitter vielleicht die Rückkehr des Karl-Schmidt'schen Freund-Feind-Schemas sein könnte. Aber genau das ist es am Ende nicht, weil aufgrund der persönlichen Öffentlichkeiten und der veröffentlichten Privatheit kann auch nicht mehr zwischen sogenanntem öffentlichem Feind und privatem Feind unterschieden werden. Und so sehr ich dafür bin, diese Trennung von Privat- und Öffentlichkeit ganz grundsätzlich in Frage zu stellen, so sehr zeigt sich an dieser Stelle, wie problematisch, anstrengend und am Ende kaum aushaltbar das permanente Ineinsdenken dieser beiden Kategorien ist. Generell lässt sich auf Twitter also beobachten, was wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen schon ganz lange kennen und auch umfangreich diskutieren, nämlich Individualisierung und Entgrenzung. Und genau das schlägt jetzt auch beim digitalen Protest voll zu. So wie wir dank Smartphones Arbeit und Freizeit kaum noch voneinander trennen können, ist das Gleiche auch beim digitalen Protest der Fall. Und so tritt auch neben dem beruflichen Burnout der Begriff des Activist-Burnouts, der eigentlich genau das gleiche Phänomen beschreibt. Wer als politische Person noch beim Ins-Bett-Gehen per Smartphone aktiv sein kann und will, kennt damit eben keine Rückzugs- und auch keine Schutzräume mehr. Und über dieses Problem sollten wir nachdenken. Dankeschön, Kathi. Ich habe jetzt beim Blick auf die Uhr festgestellt, dass ich schon eine Stunde jenseits jeglicher Online-Kommunikation bin und das ist außergewöhnlich. Das spricht aber nur dafür, dass es hier total interessant ist. Und ich hoffe, dass ich auch die nächste Stunde nicht online gehen werde. Und bitte jetzt Adria, um seinen Vortrag, damit wir dann danach in die Diskussion einsteigen können. Okay. Tag and thank you very much for the invitation. Okay. Well, I come from Barcelona and I'm gonna focus on the two notions of technopolitics and network movements. First of all, I'm gonna kind of draw the kind of framework of what does global revolution means in the sense of where does these new movements that are emerging since 3 years ago are spreading, which is the territory of these new movements. So I'm gonna talk firstly about this notion of global revolution, and then I'm gonna describe five different assumptions regarding these two other topics. And just saying before starting that the main data I'm gonna use is from a research group based on Barcelona called Data Analysis 15M. You can find them on dataanalysis15m.wordpress.com. So on global revolution, I think that this notion is quite important, but is used many times in a quite simplistic way, so I'm gonna describe briefly what I understand by global revolution. Firstly, when we talk about global revolution, we talk about common patterns in the sense that the new movements that are emerging follow common patterns in terms of tactics, in terms of strategies, in terms of a common culture, internet culture, in terms of language. We just have to have a look at the acampadas process. Possibility of contagion and the possibility of spreading this protest is much bigger than ever before.
Another important aspect is what we can call the geopolitical earthquake, in the sense that how these movements are changing and shaking global governance and redefining the territoriality of global governance in Africa, Middle East, Latin America, Europe, etc. And finally, three transversal axes through that go across these movements that I think that are fundamental, that we can say somehow that are the how, the who, and the what of this movement. The how is technopolitics that I'm going to explain later on. New ways of affection and communication through social media, internet, etc. The who is revolting, the composition of these movements, highly educated generation, hyper-connected youths, also an impoverished generation where the social ladder is broken, where we can see the structural crisis of the labor market, high unemployment rates, precarity, etc. Also the emergence of debt, not only household debt, but also public debt, the role of the structural adjustment plans and neoliberal. Not something that stays up there in the internet, but it's a new paradigm of political organization and affection. Technopolitics is not about the internet itself, as I just said, but about the capacity of internet to increase the political potentialities of the hyper-connected multitudes, to increase the capacities of cooperation and affection between brains bodies through the internet tools. It's quite the same idea, but talking about the cooperation between brains and bodies through the internet. And finally, and this is an important aspect, technopolitics paradigm is not homogenic around the globe. There are many differences between countries and regions regarding the digital divide, the different internet cultures, and digital alphabetization. And here I'm going to show an example. The main examples I'm going to use are from the 15M, because I'm coming from there, so I know much than other movements, this one. I'm going to show you a part of a video of the Twitter interactions between the emerging of the 15M. But firstly, I'm going to read you this sentence, which says that internet use during the 15M grew at 20%. During the emergence of the movement and the occupation of the squares all around Spain in 2011. The increase was mainly on Facebook and Twitter use. So you see how the use of Facebook and Twitter increased exponentially when we occupied the squares all around the country. Here, down, you can see that the date. And you will see when in the afternoon noon of the 15M, the interactions increase exponentially, because this was a movement of the demonstration.
well, of the several demonstrations in more than 50 cities. This was the moment of the demonstrations. And then since the 17 and 80, you will see the huge increase of Twitter interactions because the acampadas started first in Plaza del Sol and then in more than 50 cities also. This is when they evicted Plaza del Sol. You can see that Plaza del Sol is like a fountain of Twitter. Well, gonna move further. Okay, so I'm gonna give you another example of this, let's say, technopolitics paradigm, and it's a comparison between the 15M network and the Spanish political parties network. Just a network, it's not just a system, but it's a category that puts together a network and a system in the sense that it's an organic organization. And the other idea is the network movement. It's a category that goes beyond the sociological category of social movements. They are articulated through the network and reach and involve a much more larger number of people than the former social movements. And here you can see a graphic of the participation and support to the 15F movement. In Spain, there are 47 million people, population, and 34 million gave support and participated indirectly with the 15F movement, and 8.5 participated directly to the with the 15M movement, 1.5 participated very actively with the 15M movement. So we are talking about millions and millions of people that get involved with a movement that makes us rethink the notion of the former social movements. To get deeper with this idea, this is a comparison with the network system 15M in 2011 with the network system 15M in 2012, in the first anniversary of the movement. You see how this network system evolves as an organic. Hierarchical leaders, but what they are doing is redefining these two dimensions. That's why we talk about transversality, in the sense that, as you can see here also, there's no horizontality, nor hierarchy,
but there's a complex system of different nodes that are changing, that are ever changing. And that's why we also talk about these ideas of distributed and temporary leadership, in the sense that this leadership is not hierarchical, it's distributed all around the network, and it's also ever changing, depending, as I said. Which is an Italian researcher that lives in Cairo. I'm gonna read his description of what does choreographical leadership means. Social media use is not characterized by absolute horizontality, but is rather a campaign. Rather, by using social media, acting as Facebook admins or popular movement tweets, contemporary activists come to act as choreographers or soft leaders. So these three categories of new leadership, distributed, temporary, and choreographical, I think it's the way that these movements are redefining the ideas of horizontality and leaderless. The fourth assumption is the division between only in the geo-territory, but all the revolts happens in a multi-layer way. And finally, we also use this idea of the augmented event, in the sense that these movements produce events that became directly augmented by the digital tools. I'm gonna show you here also a short piece of video, if it works. Okay. Okay. No. Well, it doesn't work. I will go further. I bring you another example, which is a project that we developed in Madrid when we surrounded the Congress claiming for the dismission of the government in 2012. We developed a network called Voces 25S, which means Voices 25S, because this was the day where depending on what they were seeing on the geo territory on the space, and automatically this map reshaped and dropped different
points, yellow, green, or red, depending on what people were tweeting and where was the people that were tweeting. I don't know if you more or less understand, so that you could see the map and you automatically could see where police were charging against the demonstrators, where were the quiet zones, etc. Finally, the last assumption is the idea is also, again, this clearly separation between doesn't work. One moment. These are, I don't know if you know this image. Okay. This image is an image from the movement that the revolts in Gezi exploded. It's an image that Turkish people took and comparing the international CNN, they were screening the protests in Turkey, and the Turkish CNN, they were screening a documentary of penguins. So these images showed was really famous because it showed the media blackout in Turkey. And this, here in this interactive map, you can see how this image spread it all around Turkey. And in just 2 hours, it reached 4 million accounts, Twitter accounts. So these are kind of viral memes that spread it and reshaped the journalism and reshaped the media agenda. There's another image really similar to the one of Occupy Wall Street, of all the round of the people around the world also tracking the Gezi revolt. You can see also in the interactive map how this image viralized. And in only less than 1 minute, it reached more than 2 million. In 1 minute, it reached 3 million accounts. So the capacity of virality and spreading of concrete images and messages and emotions, quite evident in these cases, for example. And another example also from the 15M is this comparison between the front pages newspaper from the 11 to the 13. And I'm gonna finish with what I think that are some challenges for these movements. I divided them into technopolitical network movements and political institutional challenges. On the first column, I will talk about the idea of the necessity of developing a common semiotic, semantics language for transnational politics, which is, I think, an important issue because there are many different
ways of communication, languages, semiotics all around the world, and this is a blockade for the spreading of technopolitics and revolts. Another aspect is working on developing new tools, digital alphabetization, a common technopolitical cultures, and somehow decolonizing technopolitics in the sense that there are many platforms such as Kuzon in China, UboContact in Russia, that are totally apart from Facebook and Twitter and that have millions and millions of users. And the third aspect is confronting Big Brother and the kill switch. As you know, in Mubarak shut up internet on the 27th of January 2011 to stop the revolts, but people managed to reconnect to the internet to go on with the revolution. And the response to that will be, as you know, net neutrality. On the second column, network movement. Situation and forces, as we have seen now on this so-called Arab winter with the counter-revolutionary constitutions and forces. And finally, experiment on new constituent, instituent distributed process, not just instituent ones, because as we have seen, these movements have a high capacity of producing constituent distributed process, but we have to still experiment on constituent and instituent distributed process. And that's all. Thank you very much. Dankeschön. Dankeschön. Das war ja eine Punktlandung. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich auch, ich hoffe, es ist jetzt das richtige Wort, Dolmetscherinnen und Dolmetscher oder ja. Gut, den Dolmetscherinnen und Dolmetschern danken, die zumindest für Leute wie mich das ganz verständlich gemacht haben. In Englisch hätte ich vielleicht nur die Hälfte verstanden, also insofern ein herzliches Dank für diese Arbeit. Und wie vereinbart, würde ich jetzt kurz ins Publikum geben, wenn es kurze Nachfragen und kurze Bemerkungen gibt. Wenn nicht, ich habe hier genügend Fragen. Also es ist kein Muss, es ist ein Angebot. Ich frage mal, gibt es denn schon jemanden? Wenn ich das erstmal nicht sehe, dann fange ich einfach mal an. Und zwar fand ich interessant, dass alle drei Referentinnen und Referenten eine Gemeinsamkeit hatten, nämlich gesagt haben, also in jedem Fall Internet, soziale Netzwerke, Twitter, Facebook ist eine Möglichkeit für Austausch, für Erfahrung, für im klassischen Sinne Vernetzung. Meine erste Frage aber an die drei Mitdiskutanten, möglichst auch in einer nicht allzu langen Antwort, wenn es geht, ist die Frage, gibt es denn oder führt diese Vernetzung, dieser Austausch am Ende tatsächlich auch zu mehr Engagement, ich nenne es jetzt mal im Georaum, oder spiegelt sich nicht das Engagement, was es früher auch gegeben hat, im Georaum, im Cyberraum, ich nehme mal den Begriff auf, jetzt nur wieder? Ist das nicht eigentlich die gleiche Anzahl von Leuten? Und je nachdem, wie die Frage beantwortet wird, ob es mehr, weniger, gleich viel ist, wie kann man eigentlich noch erreichen, dass es möglicherweise mehr Leute sind, die sich dann im, ich benutze weiter den Begriff, im Georaum organisieren und einmischen? Well, to begin to address your question, let me just first remark. I think the organizers did a very nice job of getting three voices, one which is more critical, skeptical, one a bit more optimistic,
and perhaps myself somewhere in the middle, as we are arranged here. this question is really central, because one can get a lot of activity on the net, and it can even lead in protest situations to manifestations on the street and so forth. But then often, it feels like it doesn't take root and can disappear very quickly. And I think, like Occupy, it seems so intense and massive and global, and after a year, the remnants, yes. The Gezi Park, also I was in Istanbul, was talking with colleagues there, and yes, but they squashed it. Now, of course, people are left with experiences, they've been politicized, they've learned something for the next time around. But I think it is important to ask what kinds of differences make a difference. If there is a difference now that people are networking more, they're more informed, I still think you need to look at the concrete situations. And I think your discussion of global patterns is very important, because that is definitely true. Yet to see what leads to genuine changes, genuine political alterations, I think, again, the question of context becomes very important. If you look at what's happening in Ukraine today, very specific. I'm sure they're tweeting like mad, right? But it's not about that. It's about, I say that it's an ancillary and important tool, but that's not, it's something more than just a networking phenomena. It's made possible, perhaps, but there's another dimension added. And just a final remark to pick on your point. I think you're so right that the public and private, it's historically negotiated, it's transforming rapidly today, and I think the word used, vulnerability, is really, really important. Sexual harassment, the threat of sexual violence against individual women, but also against, we've seen in Sweden, systematically against women in the public sphere online, silencing them because they're threatened, not that was just with sexual violence, but with death and the death of their children. So their publicness becomes an instant vulnerability, which becomes, many of them say, lead to self-censorship, leads to less participation, right? So we have these tensions going on here between potentials and between limitations and indeed risks and dangers. Wir haben noch ein Mikrofon. There's another microphone. I think it is easier to discuss. Ich gebe gleich an Kati weiter, weil ich würde die Frage jetzt erweitern. Ich hatte sie schon aufgeschrieben vor dem Hintergrund dessen, was Sie zum Schluss gesagt haben, nämlich die Frage, ob nicht durch Twitter, Facebook etc. pp. Nicht alle irgendwie zu öffentlichen Personen werden und ob in dieser Situation, dass alle zu öffentlichen Personen werden, mehr Chance oder mehr Risiko liegt. Und ich will das mal kurz als Frage weiter zuspitzen, nämlich auf der einen Seite, wenn wir Optimisten sind, die Chance, dass dadurch, dass jeder Opfer und Täter sein kann, um mal diese alten Begriffe zu nehmen, sich vielleicht generell das Kommunikationsverhalten ändert, möglicherweise, weil man es einfach mal am eigenen Leib erfahren hat. Auf der anderen Seite aber möglicherweise auch das Risiko liegt, dass man sich weniger politisch engagiert, weil man, um es mal neudeutsch zu sagen, wenn man sich engagiert hat und dort mit Name und Adresse steht, eins auf die Fresse kriegt. Also die Frage, wird man zu einer öffentlichen Person per se und welche Chancen und Risiken birgt das? Um,
Ja, das ist, also tatsächlich ist das der Gedanke, den ich immer mit mir rumtrage. Es ist, also das, was ich meinte, es sind diese Ein-Personen-Parteien, so ein bisschen diese Social Entrepreneure. Und das funktioniert ja nur genau deswegen, weil alle Personen zu Personen des öffentlichen Lebens werden. Das Interessante daran ist tatsächlich, ja, es hat, also ich würde sagen, es hält sich relativ die Waage von Chancen und Risiken interessanterweise. Was viele Frauen erlebt, Sexual Harassment, ist etwas, das fast alle Frauen, die davor schon auf irgendeine Art und Weise öffentlich sichtbar geworden sind, sei es als Politikerinnen, sei es irgendwie als, im Fernsehen, als Medienstars, die Erfahrungen bestimmt schon lange gemacht haben, dass sie, sobald sie in die Öffentlichkeit treten, sehr heftige Anfeindungen bekommen. Ich habe eine Zeit lang für eine Politikerin gearbeitet, da habe ich halt diese Androhungen dann per Post bekommen. Es war aber nicht so, dass die nie kamen. Was durch Twitter passiert, ist, dass es auch für alle nachvollziehbar und sichtbar wird. Also ich glaube nicht, dass wir neue Formen von Drohungen gegen Frauen erleben, sondern wir erleben ganz alte Drohungen, die aber jetzt für alle sichtbar und nachvollziehbar werden. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Das führt aber auch dazu, dass das eben nicht mehr Personen des öffentlichen Lebens passiert, sondern das kann potenziell jeder Person, die sich im Internet äußert und vor allem eben Frauen, aber ganz häufig auch sind das ja auch andere Diskriminierungsformen, die zum Beispiel rassistisch oder homophob sind, also marginalisierte Gruppen. Sobald die sich äußern, sind sehr schnell mit diesem Problem konfrontiert. Und das ist das große Risiko, weil ja, ich würde sagen, so aus der Erfahrung und Beobachtung, diese Form von Silencing, also davon Leute zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr äußern, funktioniert auf eine Art und Weise. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es ganz dringend sowas wie kollektive Umgangsformen damit braucht. Also keine Ahnung, eine Form von sozialem Rückhalt, da hätte ich gerne, also würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst, weil ich das Gefühl habe, also ihr müsstet ja eigentlich mit ähnlichen Problemen wahrscheinlich auch zu kämpfen haben. Und ich hatte aber das Gefühl, dass der Unterschied zwischen der Bewegung, die ich beschreibe und die du beschrieben hast, der ist, dass meines tatsächlich eine Form von Cyberaktivismus war, für die es davor keine stabilen Strukturen im Georaum gab, sondern das ist wirklich im Cyberraum entstanden. Und ich glaube, dass wir vielleicht an der Stelle diese beiden Räume enger zusammendenken müssen, um auch Rückhalt und das zu schaffen, was ich vorhin Kit genannt habe. Adria, willst du erstmal antworten auf die zwei Fragen? Okay. Can you repeat the final question? Yeah. Das, was mich interessieren würde, ist, ob in der Bewegung, in der du unterwegs bist, ihr auch mit diesen Problemen von Harassment, especially sexual harassment, von Frauen zu kämpfen habt, wie ihr damit umgeht. Genau, also ob ihr Umgangsformen dafür in der Gruppe entwickelt habt, das abzufangen. Und ich würde es gerne noch ergänzen um die Ausgangsfrage, nämlich ob das, was du beschrieben hast, mit dem Verbreiten von Tweets etc. pp., ob es eher widerspiegelt, wie viele Menschen auch bei euren Bewegungen aktiv sind? Also ist das identisch, die Leute, die von der Anzahl her, von den Leuten, die sich in den sozialen Netzwerken bewegen, ist das mehr, ist das weniger oder ist da irgendwie eine Linie drin, dass man sagt, es führt zu mehr Aktivismus, es führt zu weniger Aktivismus im Georaum? Okay. From one side, just giving a short response to your first question, if I got it. I think, of course, all that has many difficulties, challenges, and things to improve. But I think that the fact is that what we are seeing since 3 years ago all around the globe
is that this new, I will say it again, some kind of paradigm or new way of expressing or organizing or all that through internet, social media, and network movements, it opens new possibilities of changing, new possibilities of organizing, of spreading messages, of contagion, the protests from one country to the other, etc. So I mean, what is interesting is to focus on the possibilities. Well, at least if we want to change the globe, but and try at the same time to improve and to defy these challenges. Regarding the several problems, not only sexual harassment, there are also many other problems. For example, that making much more other people involved with the movement, for example. It's obvious that technology won't solve this problem, and these are problems that happens even if there's not internet. I mean, these are problems that happens because we live in the kind of society that we live, and they have to be solved through other means. I mean, of course, that as the example that you gave, this can be useful somehow in certain points, but these are problems that within a movement has to be solved in other ways, I think, in organizing in different way. These are micropolitical problems, not in the sense that are minor, but in the sense in the Guattarian terms, no? In the sense that they regard to subjectivity, way of organizing inside groups, etc. And of course that what happens in the virtual world has a direct impact in the geopolitical world. Really briefly, 2 weeks ago, a really big protest exploded in a city called Burgos, in a neighborhood called Gamonal in Spain. The neighbors were against the construction of a boulevard. The mayor said, "No, we are going to construct this boulevard, even if the constructor is corrupt, etc." So we claimed, we made a call in more than 30 cities to claim against the construction of this boulevard. We made a call in more than 30 cities around Spain to take the streets against that and giving solidarity and support. So the central government, when they saw that, they went there and they stopped the construction of this boulevard. What I mean is that what happens in the net and what happens on the street, on the squares, cannot be differentiated. What we have to think is the interactions between the one and the other, and how this symbiosis can be improved in order to get the goals that we want to get. It seems that looking at the last 3 years, the number of these movements, Occupy, the Arab Spring, at least in terms of Egypt, and movements elsewhere around the globe, we might think of a two-step model. On the one hand, we have the phenomena that you're describing, new ways of doing politics. Many of these movements are rather flat organizations, not hierarchically structured. They don't have membership lists. Participation is somewhat fluid. You have a continuum of sort of people on the periphery to those in the core groups who are more and more active, and people, others, less so. And this opens exciting possibilities. Politics can go viral, things can explode, and we've seen these flashes. But then comes a long and difficult work of consolidating political gains, building up political structures, building up new forms of organizations to solidify the gains. And this is
not happened in many places precisely because, you know, the reactionary forces have hit back hard, or, for example, in Occupy, the 99% in the U.S., that's a massive diversity of class and ethnic and geographical and cultural divisions, which require long and hard political work to bring unity to. So I think the net can afford and offer a lot of possible and exciting openings and new developments, but these have to be followed up, I think, by more traditional work. Ich würde da gerne nur tatsächlich ganz kurz einhaken, weil ich glaube, dass das gleichzeitig etwas ist, womit soziale Bewegungen von jeher immer zu kämpfen hatten. Also ich muss gerade daran denken, dass der Soziologe Niklas Luhmann einen sehr schwierigen Artikel, wie ich finde, über soziale Bewegungen geschrieben hat, in dem er genau das Problem schon vor Jahrzehnten beschrieben hat, also bevor es das Internet gab, und er das eben so beschreibt, dass er sagt, soziale Bewegungen sind immer damit konfrontiert, sowas wie, er nennt das, Pseudoereignisse schaffen zu müssen, die es dann in die Mainstream-Medien schaffen, aber am Ende sind es nicht die sozialen Bewegungen selbst, die dann die entsprechenden politischen Umsetzungsprozesse machen können, sondern das sind dann im Endeffekt die Parteien. Insofern ist das Spannende daran, dass das, womit Netzbewegungen, egal ob das jetzt irgendwie Cyberbewegungen sind oder welche, die das Internet für sich nutzen, eigentlich mit den gleichen Problemen konfrontiert sind, mit denen Bewegungen vermutlich schon immer zu kämpfen hatten. Ich würde aber gleichzeitig sagen, dass was das Internet ermöglicht, ist eben genau das alles viel schneller sichtbar und öffentlich zu machen. Und tatsächlich wirklich die Schwelle, diese Schwelle zu senken, sich politisch zu engagieren. Und meine sehr persönliche Theorie wäre ja, auch wenn das Internet und die Anfeindungen vielleicht dazu führen, dass Leute sich zurückzuziehen scheinen, wer sich einmal politisch beschäftigt hat mit Themen, einmal politisch aktiv war, wird nach neuen Möglichkeiten suchen, weiterhin politisch aktiv sein zu können. Also ich will da jetzt noch mal einhaken und komme so langsam in die Rolle, die ich sonst ungern einnehme, nämlich doch etwas Skeptizismus zu verbreiten. Das liegt mir eigentlich ja nicht so. Und zwar würde ich gerne noch mal an einem Punkt ansetzen, ich glaube, Jeanette Hoffmann war es, die immer wieder gesagt hat und auch diverse Studien hat, die sagt, die Leute, die sich in den Netzwerken bewegen, sind eigentlich die gut gebildeten, politisch Interessierten. Es sind also eigentlich nicht wirklich neue Schichten, es ist ausgesprochen schwierig, neue Schichten zu erreichen, die sich zumindest für politische Themen interessieren. Für Katzenbilder, da kann ich nicht mitreden, aber für politische Themen. Und jetzt hast du gerade gesagt, Kathi, wer sich einmal politisch interessiert hat, der hört nicht so schnell wieder auf und die Schwelle sinkt. Nun ist durchaus auch meine Erfahrung die, dass ja anders als in klassischen Bewegungen, wo man nicht mit einem Namensschild rumläuft, sich engagieren kann, indem man auch erstmal zuhört, vielleicht mal was sagt, aber nicht sofort, sage ich jetzt mal, im Fokus steht. Dass, wenn man sich äußert und so richtig, ich habe es vorhin gesagt, auf die Fresse kriegt, dass das eher zu einer Situation führt, dass Leute möglicherweise sagen, nee, also ich habe das jetzt einmal versucht, und habe so aufs Maul gekriegt, das war's jetzt. Das würde ich gerne nochmal sozusagen vielleicht auch aus persönlichen Erfahrungen wissen, ob es sowas tatsächlich gibt, dass man sagt, ja, ich engagiere mich, ich mische mich ein, ich vertrete eine Position und dann, weil man quasi mit Name und Adresse, auch wenn es jetzt so nicht stimmt, aber greifbar und auch nachlesbar für viele andere angehatet wird, dass man dann einfach sagt, nee, sorry, also macht das ohne mich, ich nicht mehr. Kathi fängt an und dann gehen wir einfach mal rum. Also ich bin das erste Mal, habe ich politisch aufs Maul gekriegt, ja in der SPD. Insofern würde ich sagen, war ich für Twitter sowieso schon abgehärtet. Und der Vorteil, der sich bei Twitter im Gegensatz zu körperlicher Anwesenheit in einer Bewegung oder Partei
ja, bietet es auch erstmal A, viel mehr zu beobachten. Ich kann mir einen Account anlegen und muss nicht selber gleich mich äußern. B, ich kann das anonym tun. Also ich habe die Möglichkeit, mich erstmal anonym zu äußern, ohne eben gleich mit Namen und Adresse zurechenbar zu sein. Was tatsächlich ein Punkt ist, den du angesprochen hast, den ich auch sehr wichtig finde und der auch in den Vorträgen, in beiden anderen Vorträgen auch angesprochen wurde, ist der, das Digital Divide. Wir haben tatsächlich ein Problem, dass viele dieser Medien und gerade Twitter ist das Beispiel dafür, es ist hochexklusiv, es ist zumindest in Deutschland sehr elitär, es ist das soziale Netzwerk mit dem höchsten Bildungsabschluss, auch die Witze und Insider, die auf Twitter geteilt werden, haben oft echt so viel akademischen Hintergrund und das führt natürlich zu Ausschlüssen, also insofern ist natürlich, steckt in meinem Satz oder in meiner Aussage, dass die Schwelle sinkt, vielleicht auch manchmal mehr Hoffnung als tatsächlich reale Zustandsbeschreibung. I think this discussion highlights one of the big policy issues around the web. On the one hand, anonymity can be protection. Authoritarian regimes around the world have used these technologies precisely to threaten and harass protesters from in Belarus, Iran, in Egypt. We know who you are. They send them little SMSs. You know, you're going to get in big trouble if you keep this up. And these threats are fulfilled in many cases. On the other hand, the anonymity that people can achieve also permits much of the hate messages, the harassment, the threats, and so forth. In Sweden, some journalists followed up. I mentioned earlier that just about all women in Sweden who are public, particularly if they raise issues having to do with immigration and gender relations, in other words, feminist issues, get it. They just immediately it starts, the harassment. And often it has absolutely nothing to do with meeting them on the level of ideas. It's just threats to their body, to their family, and so forth. Some journalists tracked down some of the men, and it's always men, who were sending these messages. And with the cameras on them, they shriveled up like little boys. Oh, well, I didn't mean it. It was just a text message. You know, this thing of lack of accountability. So I have no simple answer myself. Greater minds than mine are grappling with how to resolve this tension, because from a democratic perspective, you sort of need both. But can you have both at the same time? Say the protection of anonymity, but then also the demand for transparency and accountability. So you can participate anonymously, which is good if it's an authoritarian situation, you know, that gives you protection. Under other circumstances, this also permits the worst elements within human beings to come forth uninhibited, in a way. Well, in Spain, for example, where there's some sort of dictatorship right now, it has been discovered that the government has been tracking hundreds and hundreds of activists through Twitter. And by now, a new law has been approved, and this law says that it's not legal to call for a demonstration in the Congress through Twitter, that you cannot upload pictures of police hitting people in Twitter and Facebook, etc. So I think that in this situation, when an kind of authoritarian government spies people and
persecutes them and all that. And I think that anonymous and respect to intimacy, in respect to right of expression and all that, it's clearly a fundamental right in a democratic society that in Spain no longer exists, for example. And what we have to call is mainly, if we have to talk about accountability, I think we have to mainly talk about accountability for the state and the government to tell the citizens what are they doing, to claim for transparency, to claim for the corrupts to go to jail, to claim for all that. I mean, of course, that there's always the possibility of if a massive killer kills I don't know how many people and holds the pictures in Twitter, I mean, of course, there must be allowed to find these people, this person, but the absolute anonymously of everyone and the right of expression and not being spied by the government, I think that it's fundamental in the 99% of cases. Then privacy may be historically eclipsed on the net now. Bevor ich zu einem anderen Thema überleiten will, will ich nur noch mal sagen, also ich glaube schon, dass das Recht auf Anonymität eins ist, was auch in Demokratien gelten muss. Also ich glaube nicht, dass man dieses Recht auf Anonymität tatsächlich in Frage stellen sollte. Wir haben hier einen Aspekt noch gar nicht behandelt, kommen wir heute auch nicht dazu, zum Beispiel das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in sozialen Netzwerken. Was darf da ein Arbeitgeber? Welche Konsequenzen hat das eigentlich? Und mein Traum ist ja immer zu sagen, dass die Menschen, die im Cyberraum sich bewegen, in sozialen Netzwerken sich bewegen, immer überlegen, das, was man selbst nicht haben möchte, das auch keinem anderen anzutun. Also dieses alte Motto, dass man so leben soll, dass das, was man anderen antut, immer überlegen soll, dass es auch auf einen zurückschlagen kann. Ich würde gerne den Bogen schon fast zum Abschluss spannend nochmal die Frage aufwerfen, ist es nicht eigentlich so oder ist es möglicherweise so, eigentlich ist ja nicht eine korrekte Frage, ist es möglicherweise so, dass über die sozialen Netzwerke zum einen Themen aufgegriffen werden, für die es ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt, was von den alten Medien nicht aufgegriffen wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, um wieder beide Seiten zu betrachten, ist es nicht möglicherweise so, dass da jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und dass damit eine neue Oberflächlichkeit entsteht? Also dass Themen, gesellschaftlich relevante Themen, gar nicht mehr die Zeit haben, sich auch wirklich zu verankern. Ist das ein Zwiespalt? Ist das kein Zwiespalt? Und wie wäre eure jeweilige Antwort, damit umzugehen, Themen möglicherweise auch länger zu verankern, damit sie auch über einen breiten Zeitraum mit Pro und Contra debattiert werden und zu Änderungen auch dann im Georaum führen? Ich fange gerne wieder an. Das erste, das gesellschaftliche Bedürfnis, hätte ich davor nicht so gesehen, also hätte ich vor Aufschrei nicht so gesehen, würde ich jetzt ganz, ganz deutlich so sagen. Also was ich, das habe ich ja gerade in dem Vortrag auch klar gemacht, was ich wirklich so verblüffend an Aufschrei fand, war, wie schnell viele verschiedene Frauen, also wirklich jetzt auch nicht Frauen aus meiner feministischen Filterbubble, sondern wirklich aus allen Bereichen von Twitter, aus allen Gruppen, die es so auf Twitter gibt, angefangen haben, unter Aufschrei über eigene Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen zu berichten, und zwar sehr detailliert, wirklich auch ihre eigenen Gefühle dazu darzulegen, war für mich so ein Zeichen, dass das wirklich so ein Moment war. Ich hatte das Gefühl, das hat es quasi aus ihnen rausgepresst, dass sie das erste Mal das Gefühl hatten, sie können jetzt darüber sprechen. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich dachte,
wow, hier bricht sich etwas Bahn, was anscheinend an anderen Stellen in unserer Gesellschaft nicht ausreichend thematisiert wird, wofür es nicht ausreichend Raum gegeben hat. Gleichzeitig sehe ich das andere Problem auch, das du angesprochen hast, nämlich, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Das würde ich aber tatsächlich überhaupt nicht als reines Twitter-Phänomen begreifen, sondern ganz häufig als ein journalistisches Problem. Ich glaube, was sich hier beobachten lässt, ist, wir haben es generell mit einer Beschleunigung zu tun an ganz vielen Punkten. Und was sich zumindest in Deutschland, kann ich das so sagen, in den letzten Jahren etabliert hat, ist irgendwie so ein Rudeljournalismus, der sich immer so im Kollektiv auf ein Phänomen stürzt und das dann immer weiter und weiter und weiter treibt. Was jetzt mit den sozialen Medien passiert, ist, dass sie sozusagen diese Schnelligkeit nochmal auftreiben, nochmal weiter treiben, aufgreifen und nochmal weiter treiben und sich das gegenseitig dann sozusagen verstärkt. Das ist aber tatsächlich kein Problem, das ich jetzt genuin auf Social Media anwenden würde. Im Gegenteil würde ich sagen, dass ich dort an manchen Punkten auch wieder den Raum gefunden habe, sehr detaillierte Debatten nachzuvollziehen und zu beobachten, vor allem dann, wenn man in die Blogosphäre schaut. Ich würde sagen, da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, nochmal sehr ruhige Debatten zu führen, die auch sehr tief in bestimmte Themen einsteigen. Superficiality in the media, of course, is nothing new. It's a fine old tradition. But as was being said here, I think with the use of these media, the new forms of journalism, advocacy journalism, the capacity to connect, mobilize, encourage people, if issues are made to seem relevant to people, that they concern people, that the people have a sense of meaningful possibility to engage, to do something. I think these prerequisites will always remain important in terms of getting people to participate. I think I can do something here. This is important, or I am furious. Something needs to be done. And here the media are fantastic in accessing and connecting and so forth. What some observers are noting is that there's a new form of superficiality emerging with the digital media. And that has to do, perhaps, with the compression of time and the mania of the new. The reality of the web experience that we each have is that this is endless flow of new stuff all the time. Plus, we get less and less inclined to read longer texts because it's boring to scroll down the screen too much. So now, at the risk of sounding like a real, cultural dinosaur, let me suggest that one of the risks involved here is one of a further compressed attention span. And what I'm saying is that participation on a serious level to accomplish political change is a long-term investment. It requires analysis. It requires a sustained commitment. And much of the culture of the web works against that. Are you bored? Switch over to here. And I think there's a sense of, sabotage. This is not the whole story. This is just one little puzzle piece, but I think it's worth mentioning. Otherwise, I think we're still in a situation where we're
caught analytically between potential possibility on the one hand and limitations, contextual considerations, and real dangers on the other. And what we were saying just now about privacy and anonymity, I think, is one of the real big ones. You mentioned the work situation where management, the bosses have access to your accounts. You know, if you happen to say, well, the boss is a real jerk, he's fired, right? It's happening all the time. The technological possibilities are moving so much faster than regulation and legal frameworks. This has to do with the realm of privacy, copyright, etc. It's dizzying. But you know, we have to kind of follow and intervene as best we can. And no, just say that regarding superficiality, I agree that somehow there's what you said, no, this condition of media, of digital media, of velocity, of endless velocity, and all that. But somehow I think it's a fact of knowing which are the knowing to who to join. I don't know how to say it, but who are the networks, who are the people that you have to join to get the good information, to get the interesting points, etc. At least, for example, in the Spanish case before the 15M, no one was talking about the important issues. No one was talking about democracy, no one was talking about rights, no one was talking about corruption, the crisis, and the political elite, all that. After the 15M, the movement imposed to the media agenda all these things, no? And now everyone is talking about that, and all the, in Spanish we say tertulianos, these people that goes to TV and can talk about everything, and they do not, they said anything. But I mean, the networks that has been developing these three years, at least, for example, in Spain, get with the good information of what is happening, and the majority of time, they produce and they distribute much more interesting information than the mass media do, because they talk about the real problems of the people, what's happening in the city. There's many people on Twitter, for example, doing streaming with their mobile phones when there's a demonstration or a protest against something, so you can follow and track all the conflicts, social conflicts, transformations of the everyday life of the people through this media. And it's something that you cannot do with the mass media. They just talk about 99% of the information. It's stupid things. Ich bedanke mich für die Vorträge. Ich bedanke mich für die Diskussion, die ich sehr anregend empfand. Ich bedanke mich nochmal bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Ich bedanke mich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die das hier ermöglicht hat, und kann zumindest für mich sagen, dass ich viele Anregungen aus dieser Diskussion mitnehme in den neu einzurichtenden Internetausschuss des Bundestages. Ob der irgendwas zu entscheiden hat, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich fand das sehr anregend und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein wenig Spaß gemacht. Und vielleicht, das habe ich jetzt nicht mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung abgestimmt, aber das macht auch nichts, gibt es eine ähnliche Veranstaltung oder andere Veranstaltungen auch mal wieder. Mich jedenfalls würde das freuen. Also nochmal herzlichen Dank an alle.